Innovative Technik ist unsere Leidenschaft. Wir haben sie zu unserer Aufgabe gemacht, um Menschen die Freiheit ein Stück näher zu bringen, um Menschen unabhängiger und stärker zu machen, in vielen Situationen ihres Alltags. Wir sind Kinova und das ist der Jayco. Ein etwa 5 Kilogramm smartes und kompaktes Robotiksystem, mitkonzipiert für die Anbringung an Elektrostühlen, schafft mit dem Greifen, Heben und Verfahren von Objekten eine wichtige Schnittstelle in der Mobilität für diejenigen, die aufgrund von Erkrankungen oder Unfällen eingeschränkt sind. 6 Freiheitsgrade ermöglichen Dinge in der unmittelbaren Umgebung aus verschiedensten Positionen aufzunehmen und mit der Umwelt zu interagieren. Denn nicht mehr nach Hilfe fragen zu müssen, ist der Wunsch vieler Menschen, dem Jayco Roboterarm nachkommt und in jeder Lebenslage an der Seite seines Anwenders ist. Einfach und intuitiv gesteuert wird der Jayco entweder durch einen eigenen Joystick oder wie in vielen Fällen über eine Integration in die vom Anwender gewohnte Steuerung seines Elektrorollstuhls. Unabhängig davon, ob es eine Standard- oder Sondersteuerung ist, kann derjenige mit einem einfachen Knopfdruck den Fahrmodus verlassen, um auf unser integriertes System zu wechseln und damit den Jayco ohne weitere Voreinstellungen zu bedienen. Lediglich 4 Modi sind notwendig, um den Roboterarm zu jedem beliebigen Punkt innerhalb seiner Reichweite von 90 cm zu verfahren. In jedem dieser Modi führt der Jayco eine andere Bewegung aus. So kann er nicht nur in der horizontalen und vertikalen Ebene verfahren, der Roboterarm kann auch seine gesamte Orientierung ändern. Es lassen sich zudem wahlweise alle 3 Finger öffnen und schließen. Oder nur 2, was für dünnere Objekte von Vorteil ist. Der Anwender kann übrigens die Kraft beim Schließen der Finger kontrollieren. Somit lassen sich empfindliche Dinge unkompliziert aufnehmen, ohne sie dabei zu beschädigen. Durch diese smarte Bewegungen kann der Anwender aber auch gewünschte Punkte in seiner Umgebung erreichen, um beispielsweise Lichtschalter, Aufzüge oder Ampeln zu bedienen oder um Türen zu öffnen oder zu schließen. Das Wechseln der Modi ist sowohl über zugewiesene Knöpfe auf dem Bedienpult des Rollstuhls möglich, als auch über einen speziellen für den Anwender geeigneten Taster in unterschiedlichsten Ausführungen, der je nach Bedürfnis komfortabel für den Anwender an beliebigen Stellen montiert werden kann. Durch die mögliche Mehrfachbelegung dieses Tasters kann der Anwender aber nicht nur den Modus des Jayco wechseln, sondern ihn auch in die Start- oder Parkposition bringen, sowie Sonderfunktionen wie den Trinkmodus aktivieren und nutzen. Dieser lässt den Jayco eine natürliche Trinkbewegung ausführen, indem der Anwender den Joystick nach oben bewegt. Hierbei fährt der Jayco langsam nach oben, während er zeitgleich das Glas zum Anwender neigt. Eine visuelle Rückmeldung, in welchem Modus sich der Jayco gerade befindet und welche weiteren Funktionen aktiviert sind, erhält der Anwender über das Kinova-Display. Es zeigt dem Nutzer die angesprochenen Modi an. Des Weiteren gibt das Display Warnhinweise aus. Beispielsweise erscheint bei Überlastung einer Achse ein orangenes Dreieck und ein kurzes akustisches Signal, um den Anwender darauf hinzuweisen. Wird der Jayco einige Sekunden nicht benutzt, schaltet das Display wie auch der Jayco in einen Stromsparmodus und schaltet sich von selbst wieder ein, sobald der Joystick oder eine Taste bedient wird. Für eine sichere Steuerung besitzt der Jayco als aktive Schutzeinrichtung die sogenannte No-Go-Zone, eine programmierbare Zone rund um den Gesichts- und Oberkörperbereich des Anwenders, welche auf die Kopf- und Körpergröße angepasst werden kann. Hierbei verlangsamt der Jayco zuerst seine Geschwindigkeit, um letztlich vor dem Gesicht zu stoppen, wenngleich der Anwender den Joystick weiterhin in diese Richtung betätigt. Angepasst wird diese Schutzzone jedoch immer so, dass alle gewünschten Aktivitäten im Bereich des Kopfes, wie das Kratzen oder die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, ausgeführt werden können. Besonders vorteilhaft ist diese Schutzeinrichtung für Sondersteuerungen, bei denen der Joystick im Bereich des Kopfes sitzt, um ein versehentliches Berühren des Joysticks mit dem Jayco zu verhindern. Für weitere Sicherheit sorgt zusätzlich eine interne Temperaturüberwachung mit einer automatischen Abschaltung des jeweiligen Bereichs zur Selbstkühlung sowie der im Material integrierte Brandschutz. Um Besteck oder andere Gegenstände, beispielsweise einen Regenschirm, nutzen zu können, kann der Anwender auf unseren universellen Halter zurückgreifen, der sich mit den Fingern des Jayco schnell und unkompliziert aufnehmen lässt. Dies erleichtert allem voran die Nahrungsaufnahme, da das Besteck sicher und einfach fixiert werden kann.
Eine optimale Parkposition des Jayco ergibt sich übrigens in Kombination mit unserem optionalen Liftarm, welcher sich in vielen Fällen ebenso integriert über die Steuerung des Elektrorollstuhls bedienen lässt. So kann der Liftarm wahlweise mit zwei Einzeltastern oder mit dem Joystick des Rollstuhls auf- und abgesenkt werden und schafft durch unsere auf den Anwender abgestimmte Programmierung eine harmonische Parkposition. Der Liftarm hat jedoch auch eine weitere nützliche Funktion bei der Nutzung des Roboterarmes, denn in der gesenkten Position hat der Anwender eine optimale Erreichbarkeit zum Boden, um Objekte von dort aufnehmen zu können. Für pflegende Personen bietet der Liftarm zudem die Möglichkeit eines horizontalen Abschwenkens. Dadurch wird die Erreichbarkeit zum Anwender, beispielsweise beim Umsetzen von Elektrorollstuhl in das Bett oder umgekehrt, wesentlich erleichtert. Übrigens, der Jayco lässt sich innerhalb weniger Sekunden mit nur wenigen Handgriffen von Personen im Umfeld demontieren, wenn er beispielsweise bei längeren Autofahrten, Flügen oder bei beliebten Sportarten mit dem Elektrostuhl nicht benötigt wird. So kann er leicht in seinem wassergeschützten und stoßfesten Koffer gelagert werden. Ebenso unkompliziert kann der Jayco wieder montiert und in Betrieb genommen werden. Durch das schlanke Design des Jayco verändert sich die Gesamtbreite des Elektrorollstuhls in den meisten Fällen nur geringfügig oder im besten Falle überhaupt nicht. Dies macht den Jayco und sein Zubehör zu einem optimalen Begleiter, der neben dem Elektrorollstuhl für die Mobilität der oberen Extremitäten sorgt und den Anwendern viele Möglichkeiten eröffnet. Viele unserer Nutzer begeistern uns fortlaufend, welche persönlichen Freiheiten sie durch den Jayco erhalten. Sie können Smartphones bedienen und ohne fremde Hilfe telefonieren. Sie malen, lesen und setzen sich die Brille auf und ab, wenn es notwendig ist. Sie essen und trinken, sie können sich kratzen, schminken oder Zähne putzen. Sie können ihre Wege neu definieren und sich alle Türen öffnen, die für sie einst verschlossen waren. Wir sind stolz auf unsere Anwender und freuen uns auf jeden, der es werden möchte.